Er ist der Instrumentenbauer der Wiener Philharmoniker und vieler weiterer namhafter, berühmter Orchester. Und nebenbei noch ein waschechter Pongauer. Der Instrumentenbauer Martin Lechner. Sein Spezialgebiet sind Blechblasinstrumente, die noch echte Handarbeit sind. Seine Meisterwerke erklingen in der ganzen Welt und natürlich auch in seiner Heimat. So wie beim Festspielsommer in Bischofshofen, bei dem es beim diesjährigen Hauptkonzert Blechblasmusik vom Feinsten gab. Manuela Kunzia weiß mehr. Gipfeltreffen der Blechbläser in Bischofshofen. Die Vienna Brass Connection und Phil Blech Wien stehen beim Hauptkonzert des Festspielsommers gemeinsam auf der Bühne. Doch dieses Mal ist nicht nur die Musik im Mittelpunkt. Für den Klang vieler Instrumente ist einer verantwortlich, Martin Lechner. Für sein Lebenswerk überreicht Landesrätin Daniela Gucci Martin Lechner das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. Vor mehr als 40 Jahren begann der Pongauer, Trompeten, Posaunen und sämtliche Blechblasinstrumente nach Maß für die besten Musiker der Welt herzustellen. Der damalige Solotrompeter der Wiener Philharmoniker war ein Bischofshofner. Das war 1980 bei einem Neujahrskonzert für die Wiener Philharmoniker. Und da ist die Kamera auf die Gravur Lechner und Bischofshofen so hingefahren, dass über den ganzen Bildschirm nichts anderes mehr zu sehen war. Und dann war eigentlich der Bann gebrochen. Und dann ist, aber dann, Woche drauf schon, sind Anfragen gekommen aus allen Herrgottsländern. Mittendrin ist auch die gerade einmal 13-jährige Pianistin Nada Dupovac. Sie spielt zusammen mit den Profimusikern das Vivace aus dem D-Dur-Konzert von Joseph Haydn. Wir haben ein ausgezeichnetes Musikum und erfüllt einen mit Stolz, wenn man schaut, wie viele Orchester in Europa, wo Bischofshofener Musiker mitwirken. Also wir sind da sehr, sehr bemüht, dass wir eine qualitative Ausbildung ermöglichen. Das Trompetensolo aus Aida zählt wohl zu den bekanntesten Stücken für Trompeten. Jeder professionelle Trompetenspieler hat 10 bis 15 verschiedene Instrumente in verschiedenen Stimmungen. Unsere Instrumente, die halten ja locker 80, 100 Jahre. Das ist dasselbe ist bei einem Klavier oder bei einer Geige. Also bei vielen Instrumenten ist da genau dasselbe Vorgang, dass das Material erst Leben anfängt und dann wird es Instrument erst richtig gut von der Bespielbarkeit und vom Klang. Ich bewundere sehr, dass es gelingt, in Bischofshofen die besten Musiker zusammen auftreten zu lassen, was nur zeigt, wenn man mit Leidenschaft dabei ist und auch die besten Leute sich gegenseitig inspirieren, dann kommt was Tolles raus. Vor 10 Jahren hat Martin Lechner an seinen Sohn übergeben. Doch fast wäre es mit dem Instrumentenbau nichts geworden. Martin Lechner wollte als gelernter Schlosser zur Bahn und mit 52 Jahren in Pension. Heute mit fast 70 Jahren ist er immer noch im Einsatz und Mitorganisator des Festspielsommers in Bischofshofen. Nächstes Jahr soll aber Schluss damit sein. Mit einem weiteren Konzert mit Weltklasse-Musikern will Martin Lechner sich aus dem Organisationsteam verabschieden.